Hallo und herzlich willkommen bei der Weekly Challenge. Na, falsche Richtung, andere Richtung. Bei der Weekly Challenge bei Rayman Legends. Wir machen erstmal den einfachen Bereich. Es geht in der Tiefe Abgrund und heute kann ich es euch absolut empfehlen, diese 1250 Meter zum Schaffen. Weil ihr seht jetzt, also es ist mein erster Versuch, den ich hier mache. Und es wird auch gleich gelingen, den Goldbereich zu erreichen, weil es halt eben heute wirklich recht einfach ist. Die Kombination, die uns der Zufallsgenerator hier gibt, sind sehr, sehr einfach gewählt und es ist daher jedem zum empfehlen. Hier dachte ich zuerst, es kommt jetzt gleich dieses Rad, das wir so gut kennen. Aber hier am Anfang jetzt gerade sind alles sehr, sehr einfache Bereiche. Da würde uns auch nichts passieren, selbst wenn wir hier drauf kommen. Hier gibt es noch eine Rampe, die uns eigentlich schützt. Und heute ist eigentlich weniger der Bereich dieser Stampfer, die von oben kommen, sondern mehr die Sprünge, wo wir einen Zwischenschlag machen. Ihr kennt diese Teile. Von denen werden wir, glaube ich, zwei oder drei bekommen. Und wenn wir die eigentlich beherrschen, dann ist es ohne Probleme mit Gold zu schaffen. So, hier haben wir wieder so einen Seitenstampfer. Da müssen wir einfach nur wieder rüberfliegen. Und haben jetzt auch schon knapp 350 Meter geschafft. Ja, auch weiter runter, da nicht zu schnell runter, ganz langsam, gemütlich. Die Regel beim tiefen Abgrund oder Abgrund ohne Ende, ich weiß es gar nicht mehr, wie heißt, ist eigentlich, wir ignorieren die Looms so gut es geht. Das heißt, die meisten verführen uns eigentlich dazu, dass wir unnötige Risiken eingehen. Und deswegen schauen wir hier einfach, dass wir ein paar mitnehmen, aber sie sind jetzt nicht zwangsläufig. Also hier, da wäre es einfach auch wieder Zeitverschwendung gewesen. Auch die hier, die wir jetzt unten, würden wir einfach nicht schaffen, weil wir halt eben oben warten müssen. Ja, auch wieder einen Seitenflügel aktivieren, ganz vorsichtig runter, im richtigen Moment wieder fallen lassen. Hier gehe ich schnell durch, einfach so. Hier wird jetzt auch wieder verschlossen. Aber bei dem hier nicht, den kennen wir auch schon. Ganz vorsichtig, die Lums ignorieren wir einfach. Wir haben schon unsere 750 Meter, bekommen dafür jetzt hier eine Pause. Und machen alles gemütlich, ganz langsam. Und ohne Stress. Den letzten hier brauchen wir auch nicht. Da ist es auch irrelevant. Einfach rüber und auf den Ring fliegen lassen. Langsam runter, rüber. Ja, auch wieder ganz vorsichtig. Wenn wir uns sicher sind, dann machen wir es. Wir können es auch als kurze Pause hier nehmen. So, hier lassen wir uns durchgleiten. Kriegen noch ein paar Looms, aber die sind auch nicht wichtig. Und können hier weitergehen. Weiter zur Seite. Dann nehmen wir ausnahmsweise mal alle mit. Gehen weiter. Hier, das sehen wir schon, da kommt ein Stampfer. Das ist, glaube ich, der einzigste, den wir jetzt hier haben. Sehen hier die Pause. Nehmen wir mit. Einmal. Und es geht weiter nach unten. Ja, auch wieder ganz vorsichtig, ganz gemütlich, immer mit Hubschrauber. Und nur wenn wir sehen, dass wir uns beeilen müssen, dann beeilen wir uns auch. So, hier auch nochmal. Das ist auch nochmal dieses Gemeine. Ganz vorsichtig, immer einen Hubschrauber unterbrechen kurz. Ganz eng die Kurve hier nehmen, sonst landen wir auf der Seite. Das ist auch nochmal ein Knackpunkt gerade eben. Ja, auch wieder vorsichtig weiter. Da habe ich immer das Gefühl, jetzt kommt gleich dieser Schwingkreisel. Kommt allerdings nicht. Hier probieren wir im richtigen Moment loszulassen. Gehen einfach auch weiter runter. Ganz an den Rand ran. So, und das hier ist jetzt die Goldgrenze. Ein Schlag dazwischen und schon können wir den Hubschrauber wieder aktivieren und haben jetzt Gold erreicht. Aber machen natürlich noch ein bisschen weiter, schauen uns an, was alles kommt. Ah, hier kommen jetzt unsere Freunde, die Feuerfreunde. Wir schauen immer, dass wir hinten im Schweif sind und nicht vorne. Hinten steifen Weif macht uns wenig. Ihr seht, ich war auch einmal drin. Aber vorne das Auge ist eigentlich mehr gefährlich. Hier auch wieder das gleiche, wieder mit Schlag. Einmal Schlag dazwischen und dann weiter runterfallen lassen. Hier schauen wir wieder nach dem richtigen Moment, bekommen noch einen zweiten. Und wieder das Rad. Der Teil hier ist sehr gemein. Hier müssen wir den richtigen Rhythmus und jetzt hier schnell aktivieren. Einmal weiter und hier verfliege ich mich versehentlich. Aber wir haben 1502 Meter, das ist also eine schöne Hausmarke und das gleich beim ersten Versuch.
Ist jetzt also heute absolut lohnenswert. Probiert es einfach selber mal aus. Macht diese Runde der Weekly Challenge. Es ist leicht zum Erreichen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann gleich noch bei der Daily Challenge heute. Ja, bis gleich. Ciao.